Was wollen Sie hier? Sie wollten von mir eine Ausarbeitung haben. Seit Tagen warte ich darauf, dass Sie sich diese Ausarbeitung ansehen. Ja, warum warten Sie dann nicht noch länger darauf, dass ich das da sehen will? Im Moment möchte ich das da nicht sehen. Es handelt sich um eine Terminsache, um Zeitpunkte, die man nicht überschreiten darf. Das ist der einzige Grund, warum ich Ihnen hinterherlaufe. Ich mag das aber nicht, wenn man mir hinterherläuft. Warum bleiben Sie nicht gefälligst da, wo Sie hingehören, mit Ihrem Hintern auf Ihrem Bürostuhl? Wie gesagt, es handelt sich um Zeitpunkte, die man nicht überschreiten darf, um eine Terminsache. Sehen Sie mal, eine Firma ist wie ein Auto im Verkehr auf Straßen mit Ampeln, die grün anzeigen, das heißt weiterfahren, oder mit gelb, was bedeutet Achtung, oder aber rot. Und das heißt Stopp, bis hierher und nicht weiter. Was haben Sie da in der Tasche? Rot. Rot. Mein Buchhalter hat rot in der Tasche. Soll ich mal sagen, was ich davon halte, Buchhalter? Ich habe einen Buchhalter, der farbenblind ist. Er sieht rot. Er will. Was wollen Sie eigentlich? Wollen Sie, dass wir alle hier aufhören, dass ich meine Leute nach Hause schicke? Okay, okay, ich bin im Moment ein bisschen schwach, gebe ich zu. Aber ich habe einen Grundsatz, Buchhalter, den Sie sich merken sollten. Und der ist, wer schwach ist, soll nicht zugeben, dass er schwach ist, soll seine Schwäche nicht akzeptieren, sonst ist er verloren und wird von allen verloren gegeben. Ich mache Ihnen einen Vorschlag, Buchhalter. Lassen Sie das mal hier. Und wir beide gehen mal nach draußen, schauen uns die Baustelle an, hm? Damit Sie mal sehen, was wir hier so machen. Damit Sie nicht immer nur Ihren dämlichen Schreibtisch im Blick haben. Wir sind gleich zurück. Aber was aber? Wir befinden uns in Verhandlung mit einem Geldgeber mit falschen Zahlen. Die aber vielleicht die richtigen Zahlen sind, weil sie die Zahlen von morgen sind. Was also soll ich Ihrer Ansicht nach tun? Wir müssen Konkurs anmelden. Ach, müssen wir das, ja? Ihrer Ansicht nach muss ich also Konkurs anmelden? Und was ist, wenn ich den Kredit auch noch kriege? Aber Sie werden ihn nicht bekommen, weil ich die falschen Zahlen nicht vorlegen kann, weil ich das nicht mache. Gut, gut, gut. Mir steht das Wasser im Moment bis zum Hals, aber da muss ich durch. Da müssen wir alle durch. Ich habe hier mehr als 100 Arbeiter auf dem Bau. Soll ich die alle auf die Straße schicken, nur weil mein Buchhalter ein paar Zahlen nicht ertragen kann? Ah! Jemand sollte mal nachschauen, was mit meinem Buchhalter passiert ist. Er ist in die Grube gestürzt. Er ist einfach ausgerutscht und gefallen. Ich habe noch versucht, ihn festzuhalten, aber da war nichts mehr zu machen. Man sollte vielleicht einen Notarzt verständigen. Der Mann da drüben ist tot. Er hat sich nicht mehr gerührt.
Ich habe gesehen, wie er runtergestoßen wurde. Der Notarzt hat die Polizei benachrichtigt. Ja, das muss man ja wohl in so einem Fall, ne? Er hat die Mordkommission angerufen. Die Mordkommission? Wieso denn die Mordkommission? Ein Fahrer will gesehen haben, wie Danhoff hinuntergestoßen wurde. Das ist doch kompletter Blödsinn. Wer ist der Mann? Er heißt Hasinger. Ist der verwandt mit unserem Kranführer? Es ist sein Sohn. Ja, dann soll der Mann seinem Sohn mal klar machen, was der Sohn gesehen hat und was er nicht gesehen hat. Hol ihn her. Übrigens, sollte es zu einer polizeilichen Vernehmung kommen, dann wäre es ganz günstig, wenn es nicht zur Sprache käme, weshalb Danhoff hier gewesen ist. Er war hier, um mir Unterlagen zu zeigen für Kreditverhandlungen mit einem eventuellen Geldgeber. Ich habe ihm die Baustelle gezeigt, er ist gestürzt. Sein Unfall macht mich zutiefst betroffen. Ich habe einen Mitarbeiter verloren, der unersetzlich ist. Ja, ich hab's von oben gesehen. Kottler hat jemand runtergestoßen. Den Danhoff. Das ist der Buchhalter. Was ist denn passiert, Manni? Hast du was gesehen? Alles. Ich hab hier in meinem Kran den besten Platz. Was ist denn da los gewesen zwischen dem Chef und Danhoff? Ich sag dir, was der Chef uns gesagt hat. Danhoff wollte die Baustelle besichtigen. Ihm ist es schwindlig geworden, hat das Gleichgewicht verloren. Der Chef wollte ihn noch halten, wollte ihn zurückziehen. Ist gut zu verstehen. Ein Büromensch. Die haben ja immer Parkett unter den Schuhen. Ich habe mit unserem Hasinger gesprochen. Was ist mit seinem Sohn? Die Polizei verhört ihn gerade. Hast du ihm nicht gesagt, was er sagen soll? Ich habe seinem Vater gesagt, weil das unser Mann ist. Sie haben also gesehen, wie der Bauleiter, wer ist das, wie heißt er? Kottler. Dem gehört die Baufirma hier. Und den haben Sie ganz deutlich erkannt? Ja, ich fahre doch öfter hierher. Mein Vater ist hier Kranführer. Aha. Und Sie haben deutlich gesehen, wie Kottler diesen Mann von da oben runtergestoßen hat in die Baugrube, ja? Hab ich. Gut, dann zeigen Sie mir mal die Bewegung, die er gemacht hat, als er ihn gestoßen hat. Und er ist dann gleich runtergefallen. Da steht mein Vater. Er hat es auch gesehen. Herr Hasinger, Ihr Sohn sagt, Sie haben den Vorfall auch gesehen. Können Sie uns mal schildern, was da überhaupt passiert ist? Naja, es handelt sich da um einen ganz unglücklichen Zufall. Der Buchhalter, unser Herr Danhoff, wollte die Baustelle mal sehen. Und der Chef hat sie ihm gezeigt. Ich dachte sofort, wenn das mal nicht ein bisschen gefährlich ist für unseren guten Danhoff. Aber der Chef hielt ihn ja am Arm. Und als Danhoff ausrutschte, packte er ihn ganz fest. Wollte ihn halten mit aller Kraft. Das hätte ihn ja beinahe selber mit runtergezogen. Wo ist Kottler jetzt? Ich bin völlig fertig. Ich meine, es ist nicht so, dass ich an allen Gliedern zittere, aber das Ganze hat mich doch so mitgenommen, dass ihr euch schon gefragt habt, ob ich nicht auch einen Notarzt brauche. Guten Tag, Kriminaloberinspektor Derrick. Guten Tag, Inspektor Klein. Herr Kottler. Ja, das bin ich. Haben Sie Ihren Buchhalter, diesen Herrn Danhoff, haben Sie den mit Absicht und Gewalt in die Baugrube runtergestoßen? Das ist doch kompletter Unsinn. Ja, aufgrund einer Zeugenaussage, die ich eben bekommen habe, sehe ich mich leider gezwungen, Sie vorläufig festzunehmen.
ist das da unten? Das ist Albert, der Sohn von Danhoff. Und da steht Danhoffs Tochter. Freschen, holen Sie doch endlich einen Kranführer her. Ich stehe darauf, dass Sie den Mann anhören. Er hat in seinem Kran gesessen und hat das alles gesehen. Steckt der Mann bloß. Sollte irgendein Missverständnis vorliegen, dann wird er das sofort aufklären. Man sagt mir, Sie haben meinen Vater da hinuntergestoßen. Was redest du denn da für einen Unsinn? Kann ich jemand mal dem Jungen erklären, wie es tatsächlich war? Sie haben meinen Vater da hinuntergestoßen. Kann ich irgendjemand den Jungen mal zur Vernunft bringen? Hasinger, da sind Sie ja endlich. Das ist der Mann, der alles gesehen hat. Ich habe deinen Vater da nicht runtergestoßen. Im Gegenteil. Ich habe nur versucht, ihm zu helfen, ihn zu halten. Um ein Haar wäre ich da mit runtergestürzt. Hätte mir vielleicht auch noch den Hals gebrochen. So, hier ist die Aussage von Rudolf Hasinger. Danke. Ihr Sohn hat seine Aussage wiederholt. Hier ist sie. Er muss sie noch unterschreiben. Darf ich mal sehen, was er da gesagt hat? Das ist falsch. Sonst falsch. Das kann er nicht unterschreiben. Weil ich das nämlich anders gesehen habe, ganz anders. Das kann er so nicht unterschreiben. Damit würde er sich nämlich... Na, jetzt bin ich aber gespannt. Damit würde er sich strafbar machen. Willi, schick mal den Jungen rüber. Junge, ich habe deine Aussage da gelesen. Ich habe dir ja schon gesagt, dass ich den Vorfall auch gesehen habe. Und ich hatte sicher den besseren Platz, um alles genau zu sehen. Ich werde auch eine Aussage machen und unterschreiben, in der ich sage, was ich gesehen habe. Kottler hat den Buchhalter nicht, wie du gesagt hast, in die Baugrube hinuntergestoßen. Der Mann rutschte aus. Kottler hat versucht, ihn zu halten. Mit einer Bewegung, die du missverstanden hast. Ein Missverständnis, das man dir nicht vorwerfen kann. Aber ich habe es besser gesehen. Wenn du bei deiner Aussage bleibst, muss ich dir widersprechen. Du solltest jetzt und hier zugeben, dass du dich geirrt haben könntest. Die Augen sind sein Problem. Er hat Schwierigkeiten mit den Augen. Sag was dazu. Ja, es ist richtig, was mein Vater sagt. Ich habe mit dem Sehen Schwierigkeiten. Es ist durchaus möglich, dass ich sie falsch gedeutet habe. Seine Aussage da ist unbrauchbar. Das werden Sie akzeptieren müssen. Ich akzeptiere es. Aber das hier, das bleibt bei meinen Akten. Können wir jetzt gehen? Ja, natürlich, Sie können gehen. Ist Kottler verhaftet? Das wissen wir nicht. Aber Sie haben doch eine Aussage gemacht. Kottler hat meinen Vater hinuntergestoßen. Er ist ein Mörder. Das ist doch das, was Sie ausgesagt haben. Wir haben jeder von uns eine Schilderung des Vorfalls gegeben und das so gut wir konnten. Komm, Rudolf.
Was haben die beiden ausgesagt? Die haben es doch gesehen. Der Vater von seinem Kran aus. Und der Sohn hat doch zugegeben, dass er es ganz genau gesehen hat. Ja? Schicken Sie ihn rauf. Wir haben noch keine konkreten Aussagen bekommen, aber wir haben ja auch noch nicht alle befragt, die auf der Baustelle waren. Fahren Sie jetzt nach Hause. Hm? Warten Sie doch auf mich. Wir haben noch nie auf einen Menschen so gewartet wie auf Sie jetzt. Bitte, kommen Sie rein. Meine Schwester ist völlig fertig. Ja. Ich bin's auch. Wir sind in einem Zustand, den wir noch nicht kennengelernt haben. Wir sind plötzlich herausgeworfen aus der Normalität. Ist er eingesperrt? Er ist auf einem Fuß. Was ist das hier? Auf freiem Fuß. Aufgrund von Aussagen, aus denen klar hervorgeht, dass Kottler ihrem Vater hat helfen wollen. Aber da war doch einer, der alles gesehen hat. Er hat seine Aussage berichtigt, widerrufen. Das kann doch nicht sein. Das heißt doch, dass jetzt ein Mörder frei herumläuft. Das Wort dürfen Sie nicht gebrauchen. Mörder können Sie nicht sagen. Solange nicht bewiesen ist, dass er einer ist. Darf ich meine Schwester in ihr Zimmer bringen? Ja. Komm, Erika. Angst um sie. Sie ist nicht sehr robust. Sie ist übersensibel. Angenommen. Angenommen, Kottler ist der Mörder ihres Vaters. Warum könnte er ihn umgebracht haben? Kommen Sie, wir gehen in sein Zimmer. Hier hat mein Vater sich wohlgefühlt. Er sagte, Junge, dieser Stuhl da ist mein Zuhause. Das ist der einzige Platz, an dem ich mich sicher fühle. Was wollte er denn damit sagen? Das habe ich ihn auch gefragt. Er sagte, ich habe Angst. Ich lebe in einer Welt, die stärker ist als ich. Und was für eine Angst meint er? Was verstehen Sie denn unter Angst? Verlust der inneren Sicherheit. Albert? Entschuldigen Sie. Ja, natürlich. Ich muss zu ihr. Ja. Ich bin da, Erika. Ich lass dich nicht allein. Du weißt es. Ich weiß es. Der Täter hat sich heute hier im Büro verabschiedet. Und wir mussten ihm sogar noch die Tür aufmachen. Ich hab Durst. Hör mal was zu trinken da hier. Ja, sicher. Ich habe vor kurzem gelesen, dass aus gutem Grund eine ganze Menge Kollegen von uns
Alkoholiker sind. So. Ja. Bitte. Danke. Ein Vater bringt seinen Sohn dazu, die Aussage zurückzunehmen. Und all die Leute auf der Baustelle. Keiner, der etwas gesehen hat, ja. Und wir kennen den Täter und müssen ihn ziehen lassen. Einen schönen Tag noch, Mörder. Wenn du aufstehen willst, ich habe Frühstück gemacht. Aber du kannst doch liegen bleiben. Du weißt, dass ich Angst um dich habe. Kann ich dich allein lassen? Ich bin bald wieder da. Sag was. Ja. Anzahl der Wohneinheiten 102, einschließlich nur 2. Gut, danke. Gut, auf Wiedersehen. Ja? Ich hätte gern mit Herrn Kottler gesprochen. Der ist nicht da. Der ist in seiner Firma. Da, wo mein Vater gearbeitet hat. Ja, wo Ihr Vater gearbeitet hat. Die Aktentasche meines Vaters. Meine Schwester und ich haben sie ihm geschenkt, zu einem Geburtstag. Mein Vater ist mit einer leeren Aktentasche hierher gekommen. Ich darf sie wohl mitnehmen. Wie fühlen Sie sich eigentlich? Sehr wohl, oder? Danke, Derek. Wollen Sie hier rein? Wen wollen Sie denn besuchen? Den Mörder meines Vaters. Wollen Sie nicht auch zu ihm? Nein, ich will zur Sekretärin Ihres Vaters. Die will ich sprechen. Ja, kann ich mitkommen? Ja, natürlich. Grüß Gott. Ich habe natürlich nicht geschlafen, so wenig wie meine Schwester. Ja. Ich fragte mich etwas. Kottler hat meinen Vater töten wollen. Also muss er doch einen Grund gehabt haben. Vielleicht einen beruflichen, vielleicht ist das ein Weg, auf dem er weiterkommt. Das haben wir uns auch gedacht. Kommen Sie. Das ist Frau Kolande, seine Sekretärin. Sie ist seit Jahren bei meinem Vater. Guten Tag. Hallo, Frau Kolande. Sie sind ja ganz erschrocken. Ich sehe schon. Die Herren sind von der Kriminalpolizei. Sie untersuchen den Mord an meinem Vater. Das ist das Büro meines Vaters. Kommen Sie, ich zeige es Ihnen. Haben Sie gemerkt, das Wort Mord hat Sie erschreckt? Ist Ihnen das aufgefallen? Ja, ja. Ja, vielleicht hat es ja hier inzwischen eine Art Rundschreiben gegeben, in dem es verboten wird, das Wort Mord zu gebrauchen. Und geahndet wird, na logisch, mit Entlassung. Soll ich Sie reinrufen? Ja, rufen Sie sie herein. Frau Kolande, kommen Sie mal bitte. Hat sie das Wort Mord so außer Fassung gebracht? Es würde mir helfen, wenn man mir sagen würde, worum es geht. Darum, dass Kottler meinen Vater hinuntergestoßen hat in die Baugrube. Und zwar so, dass er sich das Genick gebrochen hat. Ja, ich habe gehört, dass es einen ganz traurigen Unfall gab. Und glauben Sie daran, dass es ein Unfall war? Ich muss doch glauben, was man mir sagt. Wie ich schon sagte, Frau Kolande arbeitet seit Jahren mit meinem Vater zusammen und glaubt jetzt, wofür sie bezahlt wird. Nehmen Sie ihm übel, was er gesagt hat? Na gut, ich habe eine Frage an Sie. Gab es eigentlich zwischen
Zwischen Herrn Danhoff und Herrn Kottler, gab es da irgendwelche Streitpunkte? Herr Danhoff hat immer das Wohl der Firma im Auge gehabt. Es war in der Aktentasche, mit der mein Vater zur Baustelle gefahren ist. Was ist das? Ich war heute Morgen schon auf der Baustelle und habe sie dort gefunden. Sie war leer. Es waren sicher Unterlagen darin, die gebraucht wurden. Wissen Sie, welche Unterlagen? Nein, ich weiß nicht, welche. Und nicht, welche Bedeutung sie hatten. Wurde dieser Raum hier, wurde dieser Schreibtisch, wurde der durchsucht? Gesucht hat man. Und sicher das, was benötigt wird. Weil ja alles weitergehen muss. Melden Sie uns bitte bei Herrn Kottler an. Alles leer. Herr Kottler ist jetzt auf der Baustelle. So, muss er denn dabei sein? Nein, nicht unbedingt, aber komm, komm, lass ihn. Ich habe gehört, Sie haben Ihre Aussage widerrufen und auf Ihre Sehschwäche hingewiesen. Schöne Brille. Gut für die Augen. Und gut fürs Gewissen. Worum geht es? Was wollen Sie? Um den Tatvorgang. Unfallvorgang. Ja, wie auch immer. Wir wollen, dass Sie es uns hier an Ort und Stelle zeigen. Telefon für Sie, meine Herren. Was wollen Sie? Was soll ich machen? Zeigen Sie uns mal, wie und wo und was passiert ist. Und zwar an Ort und Stelle. In Ordnung, das zeige ich Ihnen. Das können wir ganz schnell hinter uns bringen. Und dann will ich davon nichts mehr hören. Oder denken Sie etwa, ich habe Angst? Stefan? Ja? Für dich. Danke, Derek. Der Kriminalrat, wieso? Es geht nicht, ich bin auf der Baustelle. Und gut, geben Sie mir. Nein, wir müssen schon noch ein bisschen weitergehen. Hier. Ja, hier. Jetzt sagen Sie mir, was passiert ist. Mein Vater ist einfach ausgerutscht, hat die Balance verloren. Er sagte zu mir, mir ist nicht gut, halten Sie mich fest. Ja, dann habe ich gesagt, was haben Sie denn? Und dann habe ich ihn festgehalten. Zeigen Sie es mir. Fassen Sie mich doch an. Jetzt wollen Sie mich auch hinunterstoßen. Ja, da magst du vielleicht nicht ganz Unrecht haben. Was ist denn mit dem Jungen? Er kommt nicht los von der fixen Idee, dass ich seinen Vater umgebracht habe. Es sah so aus, als würden Sie die Beherrschung verlieren. Sie neigen zum Jähzorn. Ach was. Ich habe meinen Verstand zusammen. Es bleibt auch so. Wir gehen mit ihm. Wieso bleiben wir nicht bei Kutler? Ja, der ist im Moment nicht so interessant. Das war überflüssig. Das war absolut überflüssig.
Wo wollen Sie hin jetzt? Nach Hause. Ich muss noch meine Schwester sehen. Ja, gut. Wir fahren mit Ihnen. Fahren Sie voraus, wir folgen Ihnen. Mir? Haben Sie ja nichts mehr zu tun? Nein, im Moment nicht. Sag mal, haben wir auf der Baustelle nichts mehr zu tun? Ich meine, wir haben doch eben was ganz Wichtiges erlebt. Der Mörder hat eine Vorstellung gegeben. Oder siehst du es nicht so? Doch, ich sehe das genauso. Ich meine, da brennt's doch, nicht da. Doch, da. Und da ganz besonders. Du bist immer noch nicht aufgestanden? Warum nicht, hm? Kann ich. Ich weiß ja. Okay, dann bleib liegen. Soll ich die Vorhänge zuziehen? Hm. Meine Schwester ist noch nicht aufgestanden. Es ist so. Sie hat Angst bekommen vom Menschen. Ich hab sie ja auch, aber ich bleib nicht liegen und zieh mir die Bettdecke über den Kopf. Ja, jetzt sagen Sie mir, was Sie wollen. Wir wollen mit Ihnen über Ihre Familie sprechen. Was wollen Sie? Wir wollen mit Ihnen über Ihre Familie sprechen. Ihre Mutter lebt nicht mehr. Lebt schon lange nicht mehr. Mein Vater war beides. Vater und Mutter. Wie hört sich das an? So, dass wir es verstehen. Und jetzt gibt's gar keine Familie mehr. Und dass es sie nicht mehr gibt, wird einfach nicht zur Kenntnis genommen. Wir beide nehmen es ja zur Kenntnis. Wir sehen ja, was mit Ihnen los ist. Was ist mit mir los? Inspektor Klein und ich gehören seit vielen Jahren zur Mordkommission, wissen Sie. Und wir haben sehr viele Ermordete gesehen. Und in dem Umfeld dieser Ermordeten, da gibt es eine Menge anderer Leute, nämlich Bekannte, Verwandte, Freunde und so weiter. Und die sind alle irgendwie in diesen Mord involviert und sie leiden. Die einen mehr, die anderen weniger. Es gibt welche, die sehr stark leiden an den Folgen, die sehr starke Verletzungen haben durch diese Mordfälle. Du wolltest doch liegen bleiben. Sie konnte nicht aufstehen heute Morgen. Sie hat sie und ich habe sie auch. Diese seelischen Verletzungen, mit denen man nicht leben kann. Der Tag, der heute Morgen angefangen hat, es ist ein Tag, der mit den üblichen nichts mehr zu tun hat. Sie haben noch nicht einmal gefrühstückt. Sie hat es nicht angerührt. Hier, der Kaffee ist kalt. Wo ist die Küche? Sie wollen Kaffee machen? Ja, Sie auch? Gut, kommen Sie mit. Mein Vater ist für Sie ein Mordopfer. Also halten Sie Kottler auch für den Mörder meines Vaters? Ja. Muss ich mir vorstellen, dass dieser Mann davonkommt? Dass er herumläuft unter uns? Neben uns? Mit uns? Ein Mörder? Ja. Wenn wir ihm nicht das Gegenteil beweisen können, wird es so sein. Ja, was? Frau Kolande, arbeiten Sie jetzt für Herrn Kottler? Ja, er erwartet Sie schon. Sind Sie jetzt eine neue Vorzimmerdame? Ja, ich bin versetzt worden. Guten Tag, die Herren. Ja, Frau Kolande arbeitet jetzt hier. Sie ist ja gewissermaßen frei geworden. Und so eine überaus tüchtige Person braucht einen Wirkungskreis, den sie ja nun hat, hier hat. Kommen Sie rein, meine Herren. Nehmen Sie bitte Platz. Danke.
Sie wollten mich noch mal sprechen? Ich hoffe, die Mordsache, von der da immer gefaselt wurde, die ist doch nun wohl vom Tisch, oder? Ist der junge Dannhoff zur Vernunft gekommen? Er macht sich eine Menge Gedanken. Hoffentlich die richtigen. Es ist doch auf der Baustelle zu einer unglaublichen Szene gekommen. Er hat doch klipp und klar behauptet, ich sei der Mörder seines Vaters. Ich werde gegen ihn vorgehen, wenn er das weiterhin von sich gibt, öffentlich von sich gibt. Doch nun zu Ihnen. Was kann ich für Sie tun? Wir wollten doch einmal den jungen Hasinger sprechen. Der hat nämlich eine konkrete Aussage gemacht. Er hat gesehen, wie Sie Dannhoff hinuntergestoßen haben. Du liebe Zeit. Hat er doch längst widerrufen. Also wir wollten ihn sprechen. Und dann haben wir erfahren, dass er in Ihrer Firma angestellt ist. Ja, ja. Jetzt raten Sie mal, warum. Weil wir alle erst jetzt festgestellt haben, dass dieser junge Mann große Probleme mit seinen Augen hat. Den darf man doch nicht mehr hinter das Steuer eines Wagens lassen. Das ist doch lebensgefährlich. Er arbeitet jetzt hier. Können wir ihn sprechen? Warum? Ja, von mir aus. Meinetwegen, ich habe nichts dagegen. Ich bringe Sie sogar selber zu ihm. Ja, ich habe schon mitbekommen, dass Sie sich für meine Firma interessieren. Bankenkonsortium abgeschlossen. Diesen Abschluss gedenke ich heute Abend in meinem Haus zu feiern mit einem kleinen Empfang. Darf ich Sie dazu einladen? Oh ja. Ja, wir beide kommen sehr gerne. Werden Sie auch die Dannhoff-Kinder einladen? Wie? Daran habe ich bis jetzt noch gar nicht gedacht. Ja, warum eigentlich nicht? Gute Idee. Wäre gewissermaßen so etwas wie ein Friedensschluss, ne? Ja, wenn man mir die Hand reicht. Ich nehme sie. Der junge Herr Hasinger, jetzt nicht mehr hinter dem Steuer eines Lastwagens, sondern an einem Computer. Das ist Frau Mangold. Ihm hilft zu begreifen, was begriffen werden muss, wenn man an so einem Ding sitzt. Frau Mangold. Wie macht er sich denn? Er hat noch Schwierigkeiten. Ja, so kein Wunder. Ich würde mich gar nicht erst an so ein Ding setzen. Ja, die Herren kennen Sie ja bereits. Sie sind von der Polizei und möchten noch mal mit Ihnen sprechen. Um noch einmal das zu hören, was Sie ja sowieso schon wissen. Soll ich rausgehen? Ja, mir recht. Ja, mir auch. Kommen Sie, Frau Mangold. Nein, Frau Mangold kann hier bleiben. Ja, wie Sie wollen. Also, ich will nicht von Ihnen wissen, was ich ohnehin schon weiß. Es geht mir einfach darum, von Ihnen zu hören, wie Sie sich fühlen. Also, wie geht's Ihnen? Danke, sehr gut. Ja? Sagt er die Wahrheit? Es kommt darauf an, was man darunter versteht, wenn man gefragt wird, wie es einem geht. Na ja, ich meine so sein inneres Wohlbefinden. Das ist mir unbekannt. Wieso? Sie müssen ihn anlernen. Ja, ich muss ihn anlernen. Sich hier in diesem Hause zurechtzufinden. Das wird er sicher lernen. So wie wir es alle gelernt haben. Sie glauben nicht, dass ihm das Schwierigkeiten machen wird, ne? Wenn er Schwierigkeiten haben sollte, würde es mich wundern. Er scheint aber nicht ganz bei der Sache zu sein. Nein, das ist er nicht. Er hat seine Gedanken nicht beisammen. Könnte es sein, dass seine Gedanken ganz woanders sind? Ich habe meine auch nicht ganz bei der Sache. Vielen Dank, Frau Mangold. Bitte. Und wir beide, wir wünschen Ihnen recht viel Glück bei Ihrem doch sehr schwierigen Lernprozess. Ein interessanter Mann, der mit mir spricht und Sie meint. Um die Frage des jungen Mannes zu beantworten, der fühlt sich gar nicht wohl. Nein, er fällt ja. Er fällt immer durch die Luft auf den Boden. Auf den Boden der Tatsachen. Ich hatte Sie gebeten, noch mal bei mir vorbeizuschauen. Der junge Hasinger, wie hat er sich benommen? Was hat er gesagt? Oh, er hat gesagt, dass er sich äußerst wohl fühlt hier bei Ihnen im Haus. Das will ich hoffen. Das ist ja eine Riesenchance, die ich ihm gebe. Was diesen Empfang betrifft heute Abend, das ist ein Fest, nicht wahr? So eine Art Betriebsfest. Und werden Sie den jungen Hasinger auch einladen?
Er stand bis jetzt noch nicht auf der Liste. Aber jetzt kommt er drauf. Danke. Gute Idee. Dieser Empfang oder was immer das heute ist. Du weißt, was da gefeiert wird? Also die Leute sagen, Kottler feiert die Rettung seiner Firma. War eine Schwierigkeit. Ich habe einen Wirtschaftsredakteur gefragt, was mit Kottler ist. Und der sagte mir, der spielt das Spiel, was immer beliebter wird. Du weißt das Spiel. Alles oder nichts. Alles oder nichts. Das wird ein wichtiger Abend. Habe ich das richtig verstanden? Der Mann hat uns eingeladen, meine Schwester und mich. Ja. Der Mörder meines Vaters gibt einen Empfang und lädt die Kinder des Mannes, den er umgebracht hat, dazu ein. So ist es ja. Darf ich Sie jetzt fragen, warum Sie hier sind? Wollen Sie uns empfehlen, daran teilzunehmen? Der Mörder empfängt und gibt uns womöglich seine Hand. Oh, das wird er sicher tun. Gibt man Mördern die Hand? Manche Menschen haben da gar keine Bedenken. Aber dass Sie hier sind, hat doch einen Grund. Ja. Ich möchte Sie bitten, ganz persönlich möchte ich Sie bitten, zu kommen. Nein, nein. Bleib nur liegen. Wie spät ist es? Wir haben noch 2 Stunden Zeit. Dann wirst du aufstehen und dich anziehen. Harry, du hast noch etwas mehr Zeit. Ja. Fahr du sie. Ich möchte nicht, dass sie mit ihrem eigenen Wagen fahren, weißt du? Gut. Wir machen das so, wie wir es besprochen haben. Okay. Ne? An die Tür? Wer es auch ist. Wir haben keine Zeit, wir müssen gleich weg. Darf ich reinkommen? Wer ist es? Ich bin's. Sie? Guten Abend, Herr Hasinger. Wie ich sehe, gehen Sie auch zu dem Fest? Sie und Ihr Sohn? Ja. Ich und mein Sohn. Gehen Sie etwa auch dahin? Ja, ich gehe auch dahin, ja. Mit einer Einladung? Ja, mit einer Einladung natürlich. Sag ich mal, was ist denn da los? Kann ich Ihnen da nicht mal helfen? Das passiert mir jeden Morgen. Ganz einfachen Grund. Die Knöpfe sind zu dick. Die Knopflöcher, die sind zu schmal. Ich hasse diese Knöpfe. Sie gehen ungern zu diesem Fest, nicht? Ja, ungern. Mit meinem Sohn habe ich erst klar machen müssen, dass er da hingehen muss. Dass er es nicht ablehnen kann. Danke. Warum sind Sie zu mir gekommen? Weil ich neugierig war, ob Ihr Sohn auch hingeht. Sie haben ja gehört, er tut es. Weil er keine andere Wahl hatte. Ich frage noch mal, warum sind Sie hier? Weil vor mir 2 Menschen stehen, die gesehen haben, haargenau gesehen haben, wie Kottler seinen Buchhalter in den Tod gestürzt hat. Ich habe eine Aussage gemacht, die ich, wenn Sie wollen, beeiden würde. Ich habe schon so viel Eide später an Krücken laufen sehen. Nein, ich will Ihnen mal sagen, was ich sehen möchte. Ich möchte gerne sehen, wie Sie sich benehmen, Sie und vor allen Dingen Sie, wenn die dann auf Kinder auf dem Fest erscheinen. Seine Kinder? Kottler hat sie eingeladen. Reden Sie doch keinen Unsinn. Der wird doch nicht die Kinder vom Dannhof einladen. Die Kinder könnten sich doch zum Beispiel bei Kottler bedanken dafür, dass er ihrem Vater helfen wollte, dass er ihn retten wollte, vor dem Tod bewahren wollte. Also ich weiß nicht, was Ihre Absicht ist, aber
Sagen Sie mal, wollen Sie mich erschrecken? Sie kann man nicht mehr erschrecken. Aber Sie, ich bin nur der Hoffnung, dass man Sie noch erschrecken kann. Also, bis nachher. Gehörst du zu denen, die man noch erschrecken kann? Was will der Mann? Mich kann man jedenfalls nicht mehr erschrecken, weil ich einen Grundsatz habe und der heißt, nichts geht mich was an. Oder andersrum, gut ist, was mir nützt. Wenn die dann auf Kinder da sind, glaube ich zwar nicht, aber möglich wäre es ja. Dann hätten sie auch nach dem Grundsatz gehandelt. Gut ist, was nützt. Normalerweise würden wir nicht zu den Gästen gehören. Und jetzt sind wir sogar Ehrengäste. Denk an die Fabel von den drei Affen. Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen. Ja, aber Sie sind nur zwei Affen. Lassen Sie mich den dritten sein. Gehen wir gemeinsam rein. Ja, kommen Sie. Was bezwecken Sie damit? Och, ich möchte gerne wissen, was der Kotler für ein Gesicht macht, wenn er uns drei gemeinsam da reinkommen sieht. Ein Kriminalbeamter und zwei seiner Zeugen, die ihn vor dem Gefängnis retten. Ich glaube, Sie sind nur darauf aus, uns den ganzen Abend zu versauen. Eines ist jedenfalls richtig. Es wird kein schöner Abend. Ja, Frau Kolande, Sie kennen die Herren von der Zentralbank ja nur vom Telefon. Das ist Herr Dr. Hofer, das ist Herr Bühlmann und das ist Herr Dr. Kühn. Freut mich. Das ist meine Perle, Frau Kolande. Dass Sie meiner Einladung gefolgt sind. Seien Sie mir willkommen. Sie natürlich auch. Und der Sohn, der sich nun im Innendienst meiner Firma bewähren wird. Haben Sie sich denn getroffen? Noch vor Ihrer Villa, da wo die Wagen stehen. Aber vorher habe ich die beiden auch zu Hause besucht. Was haben Sie? Ja, er hat uns besucht zu Hause. Aber das bedeutet nichts, gar nichts. Für mich nicht und für meinen Sohn auch nicht. Sie wollen mir doch das Fest nicht verderben lassen. Wir haben heute Abend allen Grund zu feiern. Wir feiern einen wichtigen geschäftlichen Abschluss, der für unsere Firma von großer Bedeutung ist. Ja, schade, dass mein Buchhalter, der liebe Danhoff, nicht dabei sein kann. Der ja an diesem Abschluss nicht ganz unwesentlich beteiligt war. Ja, da bin ich ganz Ihrer Meinung, dass man sein mit daran beteiligt sein nicht vergessen sollte. Tja, lassen Sie sich bedienen. Fühlen Sie sich wohl hier, mein lieber Hasinger. Entschuldigung. Ja, dann folgen wir mal der freundlichen Aufforderung. So, ich hoffe, wir haben alle einen sehr interessanten Abend. Und ich hoffe, dass Sie beide sich dabei sehr wohl fühlen. Harry, das Fest ist in vollem Gang. Ihr könnt jetzt kommen. Ja, wir sind eigentlich soweit. Wie fühlen sich die beiden? Ich glaube, nicht besonders gut. Ja, wir fahren dann los. Ich habe gehört, was Sie gesagt haben. Sie wissen, was Sie uns zumuten. Ja, ich weiß.
Sie warten hier, ja? Die Musik, die soll mal aufhören zu spielen, die können eine Pause machen. Ich bitte Sie vielmals um Entschuldigung, aber soll denn das? Ihre Musik ist großartig, danke. Warum unterbrechen Sie die Musik? Sie haben noch Gäste bekommen. Gäste? Was für Gäste? Alle Gäste sind hier. Nein, nicht alle. Haben Sie nicht die Kinder Ihres toten Buchhalters eingeladen? Sie sind draußen. Ja? Ja, sollen Sie reinkommen. Ist doch kein Grund, auf diese Art und Weise hier für Missstimmung zu sorgen. Meine Damen und Herren, es sind die Kinder des Buchhalters Danhoff, der auf eine sehr tragische Art und Weise ums Leben gekommen ist. Unter Umständen, die bis heute leider noch nicht ganz geklärt sind. Sie sind alle geklärt. Was reden Sie denn da? Bitte lassen Sie sich nicht irritieren. Nun, ich habe ja immerhin eine Aussage, dass Sie selbst den Tod Ihres Buchhalters verursacht haben. Was? 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 Herr Kottler. Die Kinder sind hier, um sich bei Ihnen zu entschuldigen. Ja, dann sollen Sie doch reinkommen. Oder soll ich Sie selber reinholen? Nein, das ist nicht nötig. Gut, dass Sie gekommen sind. Gut für uns alle. Willkommen. Geben Sie ihm nicht die Hand. Er ist ein Mörder.